als blaue Partei war jetzt noch eigentlich, aber auch nicht. Wo ist der Ausgang? Direkt über mir. Okay, Aufprall und schwupp. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich beim ersten Mal hierfür gebraucht habe. Und das war jetzt auch eigentlich nur Glück. Aber genau so geht's, falls ihr Probleme damit habt. Was soll das? Wow. Achso, ich habe jetzt schon einen ausgeschaltet. Nein, ich nicht. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Ich schätze jetzt einfach mal. Wir ziehen hier da ein Portal, springen dann hier runter und passieren dann direkt, wo ich gerade falle, noch ein Portal. Und fehlen dabei. Das macht doch nichts, weil ich hier oben noch ein Portal habe. Ach, ich demonstriere euch das jetzt gleich nochmal. Hier mit diesem komischen Robo. Das geht dann folgendermaßen. Platzieren da unten das Portal, schmeißen den Robo runter und treffen nicht. Und genau so funktioniert das dann nämlich. Denn durch das Nicht-Treffen werden wir super toll und so. Und ich habe gerade Müll, sehr viel Müll. Also mehr als normalerweise. Schwump. Achso, ich habe es ja sogar schon geschafft. Und das hier ist... whatever. Das sieht nach einer komischen Maschine aus, die... soweit ich das erkenne, keinen Sinn erfüllt. Hier sind diese komischen Stanzen etwas auseinandergebaut. Ach, wer weiß. So. Wo müsste ich denn jetzt hin? Da oben. Jogge ich hier doch mal lang. Ist ja nicht viel los hier. Danger, High Voltage. Achtung, Hochspannung. Da haben wir wieder den Raum, den ich meinte. Das ist aber nicht der vom letzten Mal. Sieht aber genau so aus. Und da kommen wir diesmal auch rein. Also, glaube ich, hoffe ich, könnte sein. Was ist denn hier? Cool. Ich wollte da jetzt rein. Ist da bestimmt irgendwie ein Eingang. Ich kann mich daran erinnern, da schon mal drin gewesen zu sein. Und hier ist die Tür. Dafür schätze ich mal. Nein, da komme ich her. Warum schließen die sich immer von alleine? Das macht mir Angst. Kann ich die Tür nicht irgendwie eintreten oder so? Mensch, ich würde da so gern rein. Da geht's aber nicht rein. Ja, okay, dann lese ich doch mal hier vor. Dollar and Cents, und das kann ich nicht lesen, weil es so komisch ist. Was ist Black Mesa? Ja, okay. Hier, da. Black Mesa, Aperture. Ach, was soll's. Es geht weiter. Okay. So.
Und damit begrüße ich euch jetzt schon zum Ende meines Let's Plays wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wird es Ja, vielleicht da in dieser sind Folge Sie. passen? Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz Ihrer Gewaltbereitschaft ist Ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien Sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's Eine eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na Du egal, das Rätsel löse ich später. alleine. Denn Sie sind dann tot. Auch nett. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Lass ich das hier doch mal Ich durch. will mich damit 234 ist mir trennen, das aber gleiche. Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Ja, ist ja gut, ich tausche es gleich an. Ist ja gut. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also jetzt mal im Ernst. So. Na gut, schön. Berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Jetzt mal Das ehrlich, ist hier wir die wissen komische beide Frau, die nicht, die was ganze das Zeit da mit uns ist. quatscht. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Das ist eins ihrer Wo will sie damit Kontrollaugen. hin? Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Lecker, ja, genau. Ein Behältnis für Kacke auf gut Deutsch. Heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? So, nun, wir machen den Schalter an und es tut mir Habe ich leid, dass Sie die ganze Zeit nicht belogen quatsche. in Die diesem Frau Zimmer? quatscht die ganze Zeit. Ernsthaft? Sie machen. Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz-Notverbrennungsanlage geworfen? Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Ja, gut, wir werden jetzt gerade. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Und Na ich kann gut, nicht ziehen. machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, steht besser. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Ich werde gerade tot Das ist kein gegast. Mut, sondern Mord. Was habe ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinde. Ich habe noch 5 Minuten Zeit, dass Sie wir vorhin laden mir zu kriegen. Schaden. 2 plus 2 ist 10. Zahlen Wer wir zwei ist gleich 10, das gut. jetzt? Ich habe sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Wieder nicht Tja, getroffen. den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich es noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin. Ich will die ganze Zeit quatschen, aber die Ich möchte Toaste noch quatscht, betonen, dass das Sie alle Chancen auf Erfolg hatten. wird dann Es sollte nix. sogar eine Party für Sie geben. Eine große Party mit all Ihren Freunden. Ich habe Ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil Sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil Sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in Ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, Es mobbt unbeliebte mich Person, nicht, um die blöde niemand Maschine. trauern wird. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Ja, die Akte würde Hier ich gern steht sehen, auch, du. Sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Ich bin doch nicht adoptiert hier, dass du gleich stresst, du. 3 bis 4 Tassen Butter oder Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Tja. Neurotoxin. Botoxin.
Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Scherz. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in den Boden reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Für mich. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weniger lustig finden. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie. Tja. So, und das hängt jetzt da in der Luft. Und wenn du jetzt endlich mal die Klappe halten könntest, könnte ich auch mein Let's Play hier zu Ende machen. Dann sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe ihren Gehirnscan mit Backup, falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo! Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben und hier auch. Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Draußen ist nichts mehr so, wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Meine Wissenskapazität ist grenzenlos und selbst ich weiß nicht genau, was draußen los ist. Ich weiß nur, dass nur noch ich zwischen uns und denen stehe. Oder stand. Ha! So! Jetzt kannst du mich mal. Halt doch endlich die Klappe. Ja, ist ja gut. Guck mir nicht so an. Sarkasmus Selbsttest abgeschlossen. Lassen Sie es und sterben Sie endlich, oder ich lösche Ihr Backup. Stopp! Okay, genug, ich hab's gelöscht. Egal, was jetzt passiert, Sie sind tot. Sie bewegen sich noch, aber glauben Sie mir, Sie sind tot. Der Teil von Ihnen, der geblieben wäre, ist futsch. Ich habe Sie aus dem Speicher gelöscht. Gibt's das endlich Ruhe? Mathematischer Fehler, den ich jetzt korrigiere. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das sieht ja nett aus. Oh mein Gott, ich schwebe, oh mein Gott. Nein, warum schwebe ich? Alles ist weiß, Hilfe, nein! Wir werden weggeschleppt von irgendeinem Roboter. Und ich glaube, das ist dann auch schon das Ende. Aber erstmal fahren wir noch eine kleine Reise mit einem Ende, welches ich auch noch zeigen möchte. Deswegen lasse ich die Reise doch einfach mal an hier und quatsch währenddessen ein bisschen, weil das kam im Part mit dem irren Roboter auch viel zu kurz, weil sie die ganze Zeit gequatscht hat, da kam ich nicht zum Quatschen. Und was sehen wir denn da? Was sehen wir denn da? Eine Party, yay! Darf ich mich bewegen? Nein, anscheinend nicht. Gut, jetzt quatscht sie gleich wieder los. Das jedenfalls ist das Ende des Let's Plays zu Portal. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war kein Blind-Durchgang. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Ich freue mich auf das Let's Play Together mit Chu zu Portal 2, was demnächst rauskommen soll. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dass dieses Spiel, die 20 Euro, die es, glaube ich, kostet, wert ist. Auf jeden Fall. Und ja, wer sich das Spiel kaufen will, der kann das bei Steam machen. Und ich empfehle es euch auf jeden Fall. Und ja, ich glaube jedenfalls, es war ein super Einstiegs-Let's Play. Ich habe jetzt ja schon nach den 4 Wochen hier 46 Abonnenten.
Das gefällt mir recht gut und ich hoffe, es gefällt euch auch, also meine Videos. Und ich halte jetzt einfach mal die Klappe und viel Spaß noch beim Rest der Credits. Ich werde ein bisschen laufen lassen, ich schätze mal schon. Da das Lied ganz cool ist und das ist nämlich von voll cool an, ich jetzt hier Quatsch und bla und blub, wisst ihr Bescheid. Ja, dann danke fürs Zusehen. Tschüss. Just a